Elon Musk soll als Sonderberater von Donald Trump künftig den US-Regierungsapparat auf Effizienz trimmen. Jetzt hat der reichste Mann der Welt seine Pläne für die zweite Amtszeit von Trump vorgelegt. Musk ist ein glühender Unterstützer des Republikaners Trump. Schon nach dem Wahlsieg des Rechtspopulisten hatte der Tech-Unternehmer eine Revolution angekündigt. Für den künftigen Präsidenten soll Musk eine neue Abteilung für Regierungseffizienz leiten, zusammen mit dem Biotech-Unternehmer Vivek Ramaswamy. In einem Schreiben kündigen die beiden ein entschlossenes Handeln an. Eine überbordende Bürokratie sei eine, so wörtlich, existenzielle Bedrohung für die US-Demokratie. Musk sagt, der Regierungshaushalt von umgerechnet rund 6,5 Billionen Euro könne um mindestens knapp 2 Billionen Euro gekürzt werden. Angestrebt werden ein massiver Personalabbau im öffentlichen Dienst, die Streichung von Subventionen und Deregulierung. Bis Mitte 2026 soll ein deutlich verkleinerter Regierungsapparat stehen. Anschließend soll die Abteilung für Regierungseffizienz aufgelöst werden. Umgesetzt werden sollen die Effizienzpläne im Kern, indem Trump als Präsident in beispielloser Weise Exekutivvollmachten anwendet. Dabei soll er vom obersten Gerichtshof Rückendeckung bekommen. Rechtliche Bedenken wischen Musk und Ramaswamy beiseite. Unter anderem argumentieren sie, Personalabbau sei durch das Gesetz gedeckt, solange er sich nicht gegen bestimmte Mitarbeiter richte. Musk ist unter anderem mit seiner Autofirma Tesla und mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX auf vielfältige Weise mit Regierungsbehörden verflochten. Daher stellt sich die Frage nach Interessenkonflikten. Am Ende könnte Musks Vorgehen dazu führen, dass er praktisch selbst die Abschaffung von Behörden vorantreibt, die seine Unternehmen regulieren.